Weg, 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 weg. Warte mal. Ich lock dich einfach zu den Schweinen. Das ist ganz schön weit weg. Aber könnt seitlich hinkommen. Komm mit. Du bist jetzt mein Assassine auf zwei Riesenbeinen. Du wirst jetzt alle Schweine für mich umbringen. Oder zumindest eins davon. Damit uns Ausrüstung ankommt. So. Komm. Wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Ja, wir sind gleich da. Das ging ja richtig schnell. So. Kurz Zeit lassen zum Aufholen. Was zur Hölle ist hier los? Komm, greif das Augending an. Die wollen das Augending nicht angreifen. Die Fans. Ja, aber greifen sie jetzt mich an oder das. Ne, die greifen. Oh! Diese komischen Augendinger auf dem Boden da sind aggressiv. Die hauen gerade die Schweine. Okay. Das heißt, wir können das große Auge, das uns verfolgt, durch die kleinen Augen umbringen. Wir müssen das Ding nur irgendwie so durchlocken. So, jetzt nehmen wir den geraden Weg. Okay, das machen wir nochmal. Es wird nur gleich spät. Ja, keine Ahnung, was das für Zeug ist. So, komm. Lass dich beißen, lass dich beißen. Jo, das Ding ist gleich tot. Okay, Ding ist tot. Schweine, komm mal mit. Na, komm her. Komm her. Hat gerade einen Vogel aufgefressen. Ja, nee. Da müssen wir später rumspielen. Bären. Essen sieht nicht gut aus. Ganz zurück zur Basis laufen. Oder hier eine Mini-Basis aufstellen und morgen mit den Schweinen rumspielen. Ich glaube, ich mache lieber das. Ich mache jetzt einfach hier irgendwo ein Lagerfeuer. Wo ich den Boden gut sehen kann. Also hier. So. Kann auch ruhig ein großes Lagerfeuer sein. Genau, Steine haben wir ja. So, wir kochen das Ei. Wir sind bei 33. 70, sehr schön. Wir kochen alles andere, was wir haben. So, so, so. Außer vielleicht den Hasen. Der Hase ist echt die Notration. Weil wir den halt für die Ohrenschützer brauchen. Ich denke mal, der Winter wird richtig knackig. So. Euch bauen wir ab für mehr Steine. So, so, so. In der Nacht können wir noch das Gras abhauen. Das können wir jetzt schon machen. Oh, Samen. So, Essen sieht schon mal gut aus. Also besser als vorher. Lebenspunkte sind immer noch relativ mau. Oh, noch mehr Samen. Diese Horrorblumen sollten wir nicht aufheben. Können wir irgendwas mit den Horrorblumen anstellen, dass sie uns was Positives bringen? Also wenn wir sie verbrennen zum Beispiel, ist das denn eine gute Tat und wir kriegen Plus-Wahnsinn-Ding? Probier mal. So. Rechte Maustaste, wir sind bei 128. Oh. Nö. Ja. Also brennen gut. Komm. Brenn. Asche. Damit können wir doch bestimmt Felder düngen. Wir haben nur keinen Platz mehr. Okay, du musst befüllt werden. Du kannst auf dem Boden. Ihr müsst gekocht werden. So, so. Hätte ich jetzt gerne die Asche. Bevor es gleich... Genau, weil die Asche verschwindet anscheinend, wenn sie zu lange auf dem Boden liegt. Oh, weg, 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 weg zum Licht. So. Euch kochen wir mal, weil die Lebenspunkte ja bald okay sind. Außerdem sind die am schlecht werden. Und das ist nicht so schön. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine neue Axt. Unsere ist bald kaputt. So. Wir haben sonst nichts zum Kochen, was wir kochen wollen. Okay. Das heißt, wir überstehen jetzt einfach so die Nacht. Machen nichts Großartiges. Morgen... Hallo, Auge.
Geh weg, Auge. Morgen früh gehen wir zu den Schweinen und versuchen irgendwie die Schweine zu den Blüten zu locken. Damit die Blüten die Schweine fressen, die Schweine irgendwann aggro werden, versuchen alle Blüten zu töten, dabei sterben. Und dann plündern wir die Beerenbüsche. Weiß ich gar nicht. Dann plündern wir eventuell die Beerenbüsche und holen uns erstmal unsere Ausrüstung wieder. Ah, Wilson hat seinen Bart, sehr schön. So. Mal gucken, wie es da jetzt inzwischen aussieht. Das wird ja mit jedem Tag irgendwie mehr da. Genau die Dinger. Ja, die prügeln sich schon. Komm her. Oh. Die sind aber ganz schön schwach, die Blumen. Oh, okay. Wir können sie nicht one-hitten, Schweine können es schon. So ungerecht ist das Leben. So, wenigstens haben wir das Gras, das können wir schon mitnehmen. Könnten wir die vielleicht abfackeln? Also Schweine oder Pflanzen. Komm, beiß das komische Pflanzending. Nein, weglocken klappt nicht. Nicht so richtig. Also wir laufen einmal zickzack durch die Pflanzen durch, aber dann beißen die uns auch. Komm schon. Oh. So, okay. Jetzt hau die. Will ich schon wieder bei den Schweinen sterben? Was denn? Richtig viele? Sind die respawned? Werden das mehr? Was zur Hölle machst du? Hey, ich bin noch gar nicht mehr da. Also mein Plan geht nicht auf. Die Pflanzen werden niemals nicht die ganzen Schweine umbringen. Das heißt, wir ignorieren das Ganze hier, gehen wieder zurück. Wir brauchen Platz für die Beeren. Niter kann hier bleiben. So, so. Ja, so viel zu unseren Lebenspunkten, die sind wieder angeschlagen. Aber wir haben gelernt, dass die Pflanzen mehr als einen Axthieb aushalten. Und dass die Schweine davon nicht so wirklich gekratzt werden. So, Basis ist nicht hier. Das war die provisorische. Flint wollten wir liegen lassen. Wo ist das Schweinchen hier? Obwohl, das sollten wir auch nicht angreifen. Nee. Brauchen wir erst einen Stab, Quatsch, einen Speer und eine Holzrüstung. So, du kommst noch mit. Und wenn wir gleich im Lager sind, sollte ich auch unbedingt dran denken, neue Schaufel zu bauen. Oder überhaupt mal eine Schaufel zu bauen. Einmal um die Gräber hier auszuheben, aber auch für die Baumstümpfe und was weiß ich. Zing, zing. Und mal gucken, ob wir Farmen auch mit Guano bauen können. Das wäre sehr praktisch. So. Da ist unsere Basis, sehr schön. Du kommst noch mit, du kommst noch mit. Die bleiben liegen. Wahnsinnsmeter sieht nicht gut aus. Komm rein. So. Wir hätten gerne Farm. Farm. Nee. Brauchen Manöver. Da. Dafür lassen wir Gold liegen. So. Wir hätten gerne. Brauchen wir eine Chemical Engine? Oh, ich glaube, ich mache es andersrum. Ich nehme jetzt doch das Gold. Werf dafür das Ding dahin. Brauche jetzt eine bessere Forschungsmaschine. Sobald wir die Steinblöcke haben. Die alte Axt kann weg. So. Also Stein. Stein. Forschungsmaschine. So. Dünger haben wir. Ja, du bist zu hungrig. Wir machen gleich Feuer. So. Es fehlen zwei Steine. So, warte mal. Was haben wir zum Verbrennen? Nichts Ordentliches. Wir sollten noch ganz schnell Holz schlagen und dann die Zapfen verbrennen. So. Holz, 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 Holz. Da. So. Essen schaut nicht gut aus, aber wir haben gleich was zum Verkochen. Da sind die. So, oh,
Nimm das Natur. Mhm. Keine großen Bäume mehr. Komm schon. Es vergammelt vor meinen Augen. Der da ist okay. So. Ich hoffe mal, der Winter kommt nicht. Was wäre eine gute Zeit für den Winter? So Anzahl an Tagen. Nach einem Monat? Dass sich neue Spieler einigermaßen einspielen können, bevor der Winter kommt? Vielleicht. Oh, Hase. Hasen sind nicht stapelbar. Notiz an selbst für die Zukunft. Hört sich auch lustig an. Aber ja, lassen wir das. Wir wollen die Pini noch nicht verbrennen. Das machen wir erst, wenn es ganz dunkel ist. Wir haben nämlich nicht genug. Wir wollten... Ja, du hast Hunger. Wir könnten das Guano verbrennen. Also nehmen wir das hier. Und das Guano. Wow. Das geht ab. Okay. Oh, du kannst die Steine... Warte mal. Können wir dich über die Mauer hinweg hauen? Die können uns über die Mauer hinweg hauen. So. Ledermaus. Au. Die Basis hat keine Zukunft. Es kann nicht sein, dass wir jede Nacht gegen Fledermäuse kämpfen müssen. Essen. Aber wenn wir später bessere Ausrüstung hätten, dann wäre es ja vielleicht ganz toll, jede Nacht die Möglichkeit haben, Fledermausflügel und Zehen und was weiß ich zu farmen. Aber jetzt so... Die ersten Nächte sind ganz schön übel. So, 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 so. Jam. Die Lebenspunkte 7. Das ist echt nicht schön. So. Wir hätten gern die bessere Farm. Brauchen wir noch 2 Steine für. Kriegen wir nicht mehr hin. Asche können wir ignorieren. Das können wir noch kochen. So, gleich essen. Und schauen, was wir für diese Ohrenschützer brauchen. Gar nix. Yeah. Okay. Ja, das ist unser Winterschutz. Diese Bömmel da und diese Puffy-Weste. Ja. Ich nehme mal die Pitchfork und buddel weiter den Boden aus. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Wir hätten gar keine Tannenzapfen sammeln müssen. Wir hätten einfach hier den Boden weiter zerstückeln können. Bis auf das Feld, da versuche ich mal, da die Farm raufzubauen. Weil die braucht bestimmt einen grünen Untergrund. Und nicht sowas hier. So. Verbrennen. Ein Batelliskenwing. Interessant. Genau, wir wollen Seile bauen. 1, 2 und wir hätten gerne einen Locksuit. So. Wir werden langsam gefährlich. So, einen Speer hätte ich auch noch ganz gerne. Da brauchen wir noch ein Seil. Das regnet. So. Also, Speer, Rüstung, Priorität jetzt sind Lebenspunkte. Und den Houndstooth hätte ich ganz gerne drin im Lager. So. Damit wir damit später eine Falle bauen können. Ja, okay. Steine. Wir brauchen 2 Steine für die Farm. Und dann gucken wir mal. Und dann gucke ich auch heute noch, ob wir es irgendwie hinbekommen, dass wir den oberen Bereich Fledermaus sicher bekommen. Die Steine sind da oben, okay. Also ja, Fledermaus sicher in dem Sinne, dass die da gar nicht erst hinkommen. Also vielleicht die Mauer darum erweitern oder so. Und ein paar Steine liegen auch noch rum, sehr schön. So, so, so. Mitnehmen. Wir werden nicht in die Höhle gehen. Aber das können wir mitnehmen. So. Regen macht Depri. Das ist auch nicht schön. Sieht jetzt schon nicht so gut aus. Axt. Dich nehmen wir noch mit. Du siehst gut aus. So. Ah, ich habe die Schaufel wieder vergessen. Das sollten wir auch gleich machen. Und wir brauchen eine Kiste für unser ganzes Gedöns.
zum Beispiel die Asche, die können wir gar nicht auf den Boden schmeißen, dann würde sie sich verwehen. Achso, du bist das Basilisken-Wing. So. Eins nacheinander. Wir hätten erstmal gerne die... Wir haben kein Gras mehr. So, du auf dem Boden, du auf dem Boden. Dich nehmen wir mal mit und dann gucken wir, ob wir damit... Wow! Das war ein Blitzeinschlag. Das ist nicht so schön. So, können wir damit dich düngen? Nein, können wir nicht. Wir können damit gar nicht düngen. Guano ist Dünger. Sogar ziemlich guter Dünger. Mist. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich hatte mir irgendwie gehofft, ich kann jetzt eine Farm aufbauen und die dann mit Fledermaus, Guano, halt scheiße, düngen. Nicht so essen. Nee. Tanzapfen weg. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. So, du musst sterben. So. Wir brauchen Gras. Wir brauchen die Schaufel, um das Gras abzubauen. Schaufel. Ja, kein Platz. Das weiß ich. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. So. Wir wollen oben das Gras abbauen. In der Hoffnung, dass wir später irgendwie genug Dünger haben, um das auch wieder zu düngen. Ziehen. So. Mitnehmen. Mitnehmen. Stickies brauchen wir nicht. Da oben ist noch ganz viel Gras bei den Schweinen. Was richtig schick wäre, ist, wenn die das selber düngen würden. Wir das also immer wieder klauen könnten. Ich glaube, das teste ich mal. Ich baue die mal einfach alle ab. Nee. Das wollte ich gar nicht. Doofe Schaufel. So. Du. Da. So, düngt das mal bitte. So. Ah, Mist. Aber die sehen anders aus. Stimmt, ich glaube, so war das. Wenn man die Sachen ausgräbt und woanders einpflanzt, dann muss man sie düngen. Sonst respawnen die irgendwie. Ja, egal. Wir haben jetzt erstmal genug Gras. Damit können wir jetzt Seile bauen für die Farm. Oder brauchten wir Rohgras? Ich glaube, wir brauchten Rohgras. Also bloß nichts damit anstellen. Bloß nicht. So. Wird gleich schon wieder dunkel. Ach du gute Güte. Im Winter wird das noch schlimmer werden mit dem Licht. Oh ja, wir hätten jetzt gerne 6 Dünger. So, wir hätten jetzt gerne die gute Farm. Da. So, sehr schön. Und das mit den Mauern machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.